So. So, hier schon mal die Schnur. Und dann gucken wir dir doch mal in den Hals, ne? Zeig mal her. Zeig mal. Dann, was machen wir denn jetzt, dass du das nicht runterschluckst? Ein Stöckchen. Lass ich mal los, ne? Ja, ist ja gut. Jetzt. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst hier. Oh, was ist das denn für eine Schnur? Super. Dann brauche ich noch ein Stückchen. Oh, nehmen wir das da. Komm. Ja. Hallo, hallo, hör mal auf. Oh. Es wird nicht besser so, ne? Boah, du hast aber mal Power, zeig ich dir. Das Veterinäramt Mönchengladbach hat bei mir angefragt, ob ich einen Schwan sichern kann im Volksgarten in Mönchengladbach, der eine meterlange Angelschnur hinter sich herzieht. Der hat wohl irgendwas geschluckt mit einer Angelschnur dran und zieht jetzt 4 Meter Schnur hinter sich her, also 4, 5 Meter, irgendwie sowas hatten die gesagt. Und die hatten aber versucht, von der Feuerwehr den zu sichern, das hat aber nicht geklappt. Und dann hat man wohl irgendwie versucht, einen Tierarzt zu finden mit einem Betäubungsgewehr und sowas. Das hat aber auch nicht geklappt, zum Glück. Muss ich dazu sagen. Und ich bin dann da hingefahren. Ja, und der hat sich eigentlich relativ leicht fangen lassen. Man brauchte nur eine Handvoll Futter haben.
Und dann geht das. Man muss natürlich eine reguläre Fangsituation haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Feuerwehr es gemacht hat, wenn die da mit mehreren Leuten gestanden haben, mit ihrem Wagen vorgefahren sind und das laut war und ich sag mal Uniform an und vielleicht hatte einer schon ein Netz in der Hand oder so, keine Ahnung. Dann funktioniert das natürlich nicht, weil die Schwäne sich dann aufs Wasser zurückziehen, aus Sicherheitsgründen. Wenn die aber denken, das ist eine ganz normale Situation, so wie es jeden Tag ist, wenn da Leute kommen, die füttern, klappt es eigentlich gerade bei solchen Parkschwänen oft relativ gut. Und der kam also so nah ran, dass er mir aus der Hand gefressen hat. Dummerweise, also es ist ja so, man greift dann, wenn er aus der Hand frisst, den Schnabel, zieht den kurz an sich ran, dann kann man an den Hals fassen, dann kann man den an sich ranziehen und dann kann man den Körper fassen. Das klappt eigentlich relativ gut. Mir ist der Schnabel da aus der Hand gerutscht. War aber nicht schlimm, ich habe mich dann einfach auf den Schwan drauffallen lassen und hatte den trotzdem. Und der ist dann erstmal in die Tierarztpraxis gegangen, in Mönchengladbach, in die vogelkundige Tierarztpraxis. Und da hat man leider festgestellt, dass der den Haken, der dran war, im Muskelmagen hat. Bei Schwänen ist das so oder bei Wasservögeln. Die haben Speiseröhre, dann kommt der Drüsenmagen und dann kommt erst der Muskelmagen. Aus dem Muskelmagen Teile rausoperieren ist nicht möglich. Die genauen Gründe dafür spielen jetzt hier keine Rolle. Es ist auf jeden Fall nicht möglich. Die haben echt alles versucht da. Die haben versucht, endoskopisch dann durch den Drüsenmagen durch da noch ranzukommen. Aber da war einfach kein Rankommen. Das war auch so, dass man eigentlich davon hätte ausgehen können, aber man versucht es trotzdem. Und das finde ich klasse, also dass das dort versucht wurde. Aber man ist nicht rangekommen. Das heißt, dieser Schwan, der ist jetzt dazu verdammt, sein Leben mit diesem Angelhaken im Magen zu verbringen. Also normalerweise ist das so, dass die sich irgendwie ja festsetzen. Er steckt wahrscheinlich dann mit dem Widerhaken irgendwie in der Magenwand fest. Wenn es ein Edelstahlhaken ist, ist es vielleicht ein bisschen besser. Meistens ist das ja, glaube ich, eher nicht der Fall. Und wenn er da vor sich hinrottet, ist das auf jeden Fall nicht gesund. Ob der langfristig damit überleben wird, man weiß es nicht. Die Schnur wurde so weit wie möglich war gekürzt, also abgetrennt. Das, also am Anfang war es ja so, dass ich so ein Stück habe raushängen lassen, damit man da auch noch dran kommt, damit man mit der Schnur noch arbeiten kann. Jetzt, nachdem man dann entscheiden musste, dass der Haken im Körper verbleiben muss, hat man die Schnur natürlich so weit wie möglich gekürzt. Und ja, eigentlich hätte man so einen Schwan dann irgendwo in eine Wildvogelstation zur Beobachtung gebracht. Jetzt ist es aber so, dieser Schwan ist auf einem Weiher, wo das Wegfliegen auf jeden Fall relativ schwierig ist. Dazu kommt, er hat dort seinen Partner, der natürlich sehr getrauert hat, als das Tier weg war. Und wenn ich den jetzt in eine Wildvogelstation gebracht hätte, dann hätte der dort auch vor lauter Trauer, weil er seinen Partner vermisst, sicherlich kein schönes Leben geführt in diesen 2 Wochen Beobachtungszeit. Und da der gerade in der Mauser ist, das heißt, der hat die großen Schwungfedern abgeworfen und kann jetzt gerade eh nicht fliegen, besteht auch gar nicht die Gefahr, dass der dort wegfliegt. Und deswegen sind jetzt beide Schwäne wieder zusammen. Die Coco hat den Schwan dort ausgewildert wieder, als sie Dienst hatte. Und die sind jetzt beide wieder zusammen. Und das ist jetzt, was haben wir heute? Heute ist Dienstag, gefangen habe ich den am, nee Quatsch, heute ist Montag, gefangen habe ich den am Freitag, ne? Ja, genau, am Freitag. Donnerstag, Freitag, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, ist auch egal. Auf jeden Fall hat die Coco den jetzt wieder ausgewildert und die sind jetzt zusammen da und der Schwan ist aber unter Beobachtung. Das heißt, da gehen jeden Tag Leute aus Mönchengladbach hin, gucken, ob es dem soweit ganz gut geht. Und bisher ist es so, er frisst, er schwimmt rum, alles im besten, im grünen Bereich. Der zeigt kein Schmerzverhalten oder sowas. Wenn der Schmerzen hätte, würde er sich irgendwo in der Ecke zusammenkrümmen oder so. Der frisst wie ein Scheunendrescher. Also ist jetzt erstmal alles in Ordnung. Ob der langfristig damit überleben wird, ich weiß es nicht. Und zu dem Angler oder zu der Anglerin kann ich auch wieder nur sagen, schäm dich. Ja, ich setze ihn erstmal raus, dann spreche ich mit ihm, ja? Ja. Genau, das war wichtig. Ist aber das Männchen gewesen, oder? Ja, ist das Männchen. Mhm.